Jo Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Benny. Heute sind wir wieder an der Feuerwache in Ostbeck. Wir haben ja mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tore, in das sogar ein Bus passt. Wir haben nämlich hier einen Scania Interlink LD aus dem Baujahr 2015. Das ist ein Überlandbus. Dieses Modell ist dem einen oder anderen vielleicht bekannt, vielleicht auch nicht. Man sieht ihn öfters auch auf der Autobahn in einem ähnlichen Design wie diesem hier. Limbus, heißt nur ein bisschen anders dann. Und dieses Fahrzeug wurde vom Real-Life-Team in den LS22 geholt, ein bisschen modifiziert. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Der Bus kam auch schon Ende Dezember, ich glaube zu Weihnachten sogar raus. Da wollte ich den schon testen, aber jetzt kommt natürlich ein Punkt, den muss ich im Vorfeld direkt schon ansprechen. Es ist halt aufgefallen, dass durch die massive Polygonanzahl hier teils manche von euch Probleme haben werden, diesen Bus zu nutzen, weil er einfach viel zu polylastig ist. Da wäre es vielleicht cool, wenn er irgendwie ein bisschen weniger Polygone hätte. Aber gut, das ist jetzt gerade zu fachlich. Wir gucken uns das Fahrzeug gerne einfach mal an. Ist natürlich ganz cool für irgendwelche größere Geschichten. Oder wir haben ja auch hier auf der Ostbeck die Möglichkeit, hier zu einem Busdepot zu fahren. Das machen wir einfach mal. Wichtig hierbei ist zu sagen, was ist das? Achso, hier können wir die Tür schließen. Machen sie aber auf, weil wir wollen ja hier einmal rein. So, hinten haben wir die Tür, glaube ich, auch noch offen. Geht die jetzt zu? Ja, die ist zu. Wenn wir uns jetzt hier hinsetzen, müssten wir im Normalfall die Tür auch schließen können. Genau, so schaut das aus. Wir machen die Kasse einfach mal an. Ostbeck. So, dann können wir hier auch sagen, wähle eine Linie. Unfahrt, Pause, Betriebsfahrt, Schulbus und bitte nicht einsteigen. Wir machen jetzt erstmal eine Betriebsfahrt. Die ist jetzt hier ausgewählt. Das steht dann auch hier dementsprechend oben. Und wir fahren jetzt erstmal zum Busdepot. Das habe ich euch ja im, ich glaube, vorletzten Video kurz mal gezeigt. So, das Ganze ohne Sonder- und Wegerechte. Oh, jetzt haben wir dem die Vorfahrt geklaut. Ups. Weil das ist ja auch ein Highlight unter anderem fürs Roleplay hier auf der Map Ostbeck. Für die, die das Video noch nicht gesehen haben am 1. April. Nein, es war kein April-Scherz, sondern wir planen wirklich im zweiten Quartal in diesem Jahr den Release von der Ostbeck. Das bedeutet, das kann im April, Mai oder Juni sein. Das kommt aber auch so ein bisschen drauf an, wie lange der Test im Mod-Hub dauert, ne? Weil wir wollen die Map natürlich auch für Konsolenspieler ready machen, aber dazu muss die halt ins Mod-Hub kommen. Warum steht hier eigentlich noch das Flugzeug aus dem letzten Video? Das ist auch eine sehr gute, berechtigte Frage. Sollte ich vielleicht mal entfernen. So, der Betriebshof befindet sich dann einmal direkt hier vorne rechts, also nicht bei Clever Motors, das ist ja der Autohandel, sondern hier. So. Fahren wir einmal rein. Wir müssen die Schranke noch kurz öffnen. Ach, jetzt müssen wir mal kurz wieder hier die Tür aufmachen. Okay, gut. Das lief doch ein bisschen anders, als ich gerade dachte. So. Naja, auf jeden Fall, long story short. Es kann halt sein, dass der Bus zu performance-lastig bei euch ist und dann dafür sorgt, dass ihr massive FPS-Drops habt. Müsst ihr einfach mal gucken. Also wenn ihr jetzt da irgendwie eine... Gut, mit AMD-Grafikkarten kenne ich mich leider überhaupt nicht aus, aber mit einer Nvidia-Grafikkarte da schon. Wenn ihr jetzt irgendwie eine 2060 drin habt oder eine 1080, sollte das überhaupt gar kein Problem sein. Ja, also wenn ihr Landwirtschaftssimulator normalerweise flüssig spielen könnt, sollte das hier wirklich überhaupt kein Problem sein. So, und dann haben wir ja auch hier die Möglichkeit, wir müssen nochmal kurz hier die Tür aufmachen, um rauszukommen. Hier haben wir dann auch nochmal die Möglichkeit, unsere Busse zu parken, ne? Theoretisch könnte man jetzt auch sagen, komm, die Feuerwehr in Ostbeck, die soll jetzt den Bus tatsächlich hier beim Betriebshof stationieren. Dann kann man das natürlich auch gerne hier machen. Ja, passt auch rein. Das wäre jetzt irgendwie komisch gewesen, wenn das nicht gepasst hätte. Achso, wir sollten vielleicht den Motor noch ausmachen. Das machen wir einmal kurz. Und dann zeige ich euch auch mal, wie das hier funktioniert. So, na, das will er gerade nicht. Na naja, gut, lassen wir das offen. Können wir ein bisschen durchlüften. Hier im Passagier drin gepupst. Nicht ich, nein. Und
Wir gehen jetzt nochmal ganz kurz in den Shop rein. Wobei, Moment, wir machen das erst so. Ich teleportiere das Fahrzeug jetzt einmal hier hin. So, so sieht der Scania Interlink LD 2015 normalerweise aus. Hat 360 PS, 420 Liter passen rein, 5,1 Tonnen schwer. Sind Busse so leicht? Ich glaube, der ist schwerer, oder? Weiß ich gar nicht. Das interessiert mich tatsächlich. Vielleicht kann das jemand von euch ja beantworten. Da haben wir verschiedene Designmöglichkeiten. Wir haben hier einmal Farbwahl, wo wir sagen können, wir möchten zum Beispiel einen roten Bus. Wir möchten einen grünen Bus. Das können wir alles hier einstellen. Dann haben wir hier den Limbus. Dann haben wir hier die Verkehrsgesellschaft in Königsberg. Vielleicht kennt das der ein oder andere noch. Die hatte ich früher mal auf der Königsberg-Map gegründet. Das ist auf jeden Fall auch ziemlich, ziemlich cool. So, dann haben wir Feuerwehr, so wie ihr das ja eben schon gesehen habt. Polizei, ein Polizeibus von der Bundespolizei oder so, ist auch hier möglich. Ändern tut sich jetzt hier nur das Wappen. Und wieder unsere Farbwahl. Also in Summe 6 Skins. Blaulichtkonfiguration, da können wir Frontblitzer einschalten. Wir können eine Kennleuchte hinzufügen, eine Umfeldbeleuchtung, eine DBS vorne oder halt nicht. So schaut das Ganze dann aus. Wir wollen das jetzt aber für unsere Version nicht haben. So, DBS brauchen wir auch nicht. Wir nehmen jetzt einmal die VGK, die Verkehrsgesellschaft Königsberg. Und dann fügen wir noch zum Beispiel eine Dachbox hinzu. Das passt soweit alles. Wir können hier noch eine Designfarbe auswählen für die Sitze. Ein Kennzeichen. Ost VK. Wo ist denn das K? Hier. Okay. Mieten. Und dann haben wir hier unseren Bus. So. Und was sehr hilfreich ist, das hatte ich im letzten Video auch einmal kurz gezeigt, ist der Buswegweiser. Wenn ihr jetzt neu auf einer Karte seid, müsst ihr natürlich erstmal ein paar Stunden spielen, um überhaupt zu verstehen, wo überall alles Mögliche ist. Und wenn ihr jetzt da zum Beispiel im Roleplay-Modus seid und sagt, okay, einer soll Busfahrer spielen, ne, der hat natürlich auch hier ein Beifahrerscript. 8 Stück in Summe, 8 Beifahrerplätze sind möglich. Dafür braucht ihr dann aber auch dementsprechend dieses DLC, in dem das Beifahrerscript, meine ich, hinterlegt ist. Ich habe mal kurz nachgeguckt, das ist das Kubota DLC. Kann ich euch sonst auch gerne nochmal in die Videobeschreibung mit reinpacken. Dann, wie gesagt, Kennzeichen, Design, Farbwahl für Kopflehnen, Farbwahl allgemein, Umfeldbeleuchtung, Dachbox und Blaulicht habt ihr ja schon gesehen. Gut, dann können wir jetzt hier einsteigen, ganz normal, indem wir jetzt hier einmal draufdrücken. EC Control benötigt ihr natürlich auch. So, dann machen wir einmal kurz die Kontrolle hier im Bus, ob das auch alles soweit passt. Spiegel funktionieren selbstverständlich auch hier drin. Das ist auch alles soweit okay. Wir können hier auf Haltewunsch klicken. Ich weiß gar nicht, ob dann hier vorne irgendwas... Ach so, da oben. Doch, da oben kommt es. Okay, dann gehen wir nochmal kurz zurück. Haltewunsch zurücknehmen. Wagen hält. Das finde ich auch als Feature sehr, sehr cool. Also für Leute, die wirklich Bock drauf haben, hier mit dem Bus rumzufahren und ein bisschen Roleplay zu machen, ne? Das ist auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Aber wie gesagt, das, was man halt ein bisschen bemängeln muss, ist tatsächlich das mit den hohen Polis, dass das halt die Performance so ein bisschen einschränkt. So, dann gehen wir jetzt nochmal hier auf Ostback und sagen, wir machen zum Beispiel eine Rundfahrt. So, da steht dann auch draußen einmal dran. Die 654er Linie. Nein, wir können jetzt gerade keinen Einsatz hier machen. So. Auch wenn wir gerade als Feuerwehrmann fahren. Okay, gut. Dann haben wir hier auch noch diverse Funktionen. Wir können das Fahrgastlicht einschalten, das habt ihr gerade kurz gesehen. Wir können Fahrerlicht noch einschalten, wir können das Fahrerfenster öffnen. Auch wenn ich es gerade nicht sehe, aber es steht hier zumindest. Wir können, was können wir denn noch machen? Licht einschalten. Das können wir aber auch ganz normal mit Taste F. So, das machen wir dann einmal zu. Motor starten wir dann ganz normal mit Enter. So, ist auch schön beleuchtet. Und dann kann unsere Rundfahrt in Ostbeck eigentlich auch schon beginnen. Wie gesagt, das ist jetzt auch nochmal eine richtig coole Option für
für Roleplay oder was auch immer. So, wie viel wiegen wir hier eigentlich? Achso, warte, nee, das ist ja gar keine Waage hier. Ja, stimmt, das ist ja unser Waschplatz hier. Aber das interessiert mich dennoch. Wir fahren einfach mal kurz hin. Habe ich das jetzt eingeschaltet? Ich weiß das gar nicht. Wartet mal. Ach, das ist mal wieder typisch Benny. So, ist es jetzt an oder nicht? Nee, tatsächlich mal wieder nicht. Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir am besten fahren. Deswegen schalte ich die Wegweiser einmal ein. Ja, das steht jetzt, wir sollten da entlang fahren. Möglichst hier rechts rum. Wir wollen aber ganz kurz den LKW wiegen. Und daher fahren wir dann hier vorne einmal Richtung Hafen. Oh, Tür ist offen. Das sollte man natürlich nicht machen. So, weiter geht's. Können wir hier entlang fahren und dann drehen wir gleich einmal ganz kurz. Und dann kann unsere Rundtour auch schon starten. Also eine Waage ist immer echt zu empfehlen. Tatsächlich, fast 5,1 Tonnen wiegt das Ding. Krass. So, wir machen mal kurz Warnblinkanlage an. Oh, das war aber knapp. Wir sind fast stecken geblieben. So, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Spiegel haben wir auch da. Innenraumspiegel. Ich habe leider keine Freunde, mit denen ich gerade spielen kann. Deswegen denkt euch einfach Beifahrer. So, hier rechts geht es zum Betriebshof. Ansonsten, ihr habt es gesehen, da ist der dementsprechende Pfeil. So, wo müssen wir denn da entlang? Dann blinken wir einmal hier links. Und hier haben wir dann auch direkt eine Haltestelle. Also ihr seht dann an dem Haltesymbol, wo sich eine Haltestelle befindet. Wir stellen uns mal hier mit Warnblinker hin. So. Dann können wir hier auch einmal kurz unsere Türen öffnen. Personen können einsteigen oder aussteigen. Na, Kirche. Oh, da müssen ja voll weit laufen, die Leute. Das hätte man aber auch anders planen können hier, Herr Oberbürgermeister Benny. Aber gut, ne? Leute sollen sich ja bewegen, sollen ja jung bleiben. Gut. Dann können wir jetzt hier weiterfahren. Linker nach links und dann fahren wir wieder raus. Aber hat so ein bisschen was von Bus-Simulator, wie ich finde. Nur mit weniger Passagieren. So, fahren wir einmal hier über die Ampel. Und dann haben wir da vorne, wo die Drehleiter im Weg irgendwie steht. Steht hier in deinem Weg? Über die nächste Haltestelle. So. Warum steht die im Weg? Müssen wir ganz kurz gucken, dass wir die eben hier umparken. Warum steht die denn hier? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich die da geparkt habe. Ja, soll er hier parken. Ah, perfekt. Gut. So, wir halten jetzt natürlich nicht an jeder Haltestelle. Ach, wir müssen natürlich hier einmal rein. Und so. So, hier ist dann die nächste Haltestelle. Ich denke mal, das ist was, was für den einen oder anderen echt cool ist. Ich habe jetzt übrigens noch die etwas ältere Ostbeck-Version, die Vor-Ostern-Version. Ich kann auch gerne mal so ein Video machen von Map 01 bis, ja, jetzt Map-Version, wie viel sind wir denn jetzt? Ich glaube mittlerweile Map-Version 300 haben wir schon. Das ist echt krass, wie viele Sicherungskopien es gibt. Weil ab und zu stürzt dann ja doch mal der Editor ab und dann hat man wieder die Änderungen vorgenommen, die dann anschließend weg sind. Das ist dann natürlich nicht so schön. So, die Linie fährt dann hier weiter. Ihr könnt natürlich auch x-beliebige Linien fahren. Ne? Das ist euch ganz überlassen. Hier ist einfach nur so eine grobe Empfehlung, wie das ausschauen könnte mit der Buslinie hier. So, dann biegen wir hier einmal rechts ab. Aber ihr merkt schon, es ist hier schon extremst detailliert. Und ich glaube, dass wir den einen oder anderen ziemlich glücklich machen, wenn die Map dann demnächst auch online zu finden ist. Und hoffentlich auch auf Konsole. Das wäre ein cooles Ziel. So, was ist denn hier passiert? Jemand irgendwas geflickt? Aber ich hätte auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich hier über 15 Minuten aufnehme, nur für eine Busvorstellung. Und ja, das ist halt so. Wir gucken uns gleich aber nochmal ganz, ganz kurz den Feuerwehrbus an.
zeige euch auch noch mal kurz das Blaulicht und das Horn. So, dann können wir hier uns einmal hinstellen. Wir machen wieder Warnblinker an, weil das ist dann doch schon ein bisschen gefährlicher jetzt hier. Hier haben wir die Nordstraße. Und dann können wir auch direkt wieder weiterfahren. Und wer da wirklich Bock drauf hat im Roleplay, ne, kann da echt einen ganzen Tag mit dem Bus entlang fahren. Oder er sagt zum Beispiel, okay, es gibt am Tag 2 Busrouten, die angefahren werden. Ne? Das ist dann halt auch alles möglich, wenn ihr dann zum Beispiel eure Mitspieler zurückbringen wollt von der Arbeit oder so, das ist dann halt möglich. Aber ihr dürft halt nicht vergessen, ne? Hier in Osbeck, da ist es jetzt nicht so wie zum Beispiel in Hamburg, Berlin, München oder wo auch immer, wo gefühlt alle 5 Minuten Busse unterwegs sind. Das natürlich nicht, und man sollte auch mit 80 nicht durch die Innenstadt fahren, durch das Dorf hier. So, hier ist dann eine weitere Haltestelle. Befindet sich auf dieser Seite hier. Auf der anderen Seite nicht. Ach doch, 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 doch. Hier befindet die sich. Ich würde schon sagen, irgendwie fehlt da doch ein Häuschen. Aber ich glaube, ja, stimmt. Das ist bewusst so gemacht, damit die Leute da nicht ein Bushäuschen im Garten haben. Das mögen die nicht so. So, dann geht's hier weiter. Also seht, da ist schon System hinter. Die Polizei blockiert da mal wieder die Straße hier auf unserer Hauptstraße. Keine Sorge, die Straßen werden übrigens noch ein bisschen kleiner gemacht, weil die sind ja doch ein bisschen breit. So, dann haben wir hier, ja, hupt doch nicht. Dann haben wir hier eine weitere Haltestelle. Das ist dann hier der Fähranleger für die Rundfahrt Osbeck. Ich finde das echt cool, dass das auch hier alles so passt, alles so matcht. Also kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, den Bus, wie gesagt. Ein Download-Link befindet sich in der Videobeschreibung. Und dann fahren wir jetzt einmal hier hoch, weiter geradeaus. Machen wir die Route hier noch einmal fertig und anschließend gucken wir uns nochmal kurz den Feuerwehrbus an, und dann haben wir das auch geschafft hier. So. Hier haben wir ja eben schon mal gehalten. Da können wir dann auch noch mal kurz halten. Hier an der Nordstraße. Oh, nächsten Samstag ab 14 Uhr ist Tag der offenen Tür. Im Feuerwehrgerätehaus Hauptstraße 9. Mit Live-Musik, kühlen Getränken, Grill und Gulaschkanone. Das ist geil. Und achtet mal, Hauptstraße 9, ne? Ich mach mal kurz Folgendes. Ich switch mich mal kurz hier. Das war falsch. Ich switch mich mal kurz hier durch. So. Haben wir denn hier eine Hausnummer auch dran? Hier seht ihr es, ne? Hausnummer 9. An der Hauptstraße. Also das ist auch alles wirklich sehr, sehr realistisch gestaltet. Das sind halt alles so kleine Details, die einem vielleicht nicht direkt auffallen. Aber das ist schon echt richtig, richtig cool. Warum wird hier eigentlich schon wieder gehupt? Keine Ahnung, weiß ich nicht. So, sind wir wieder hier. Ja, liebe Fahrgäste, wir sind wieder am Start. So, machen wir weiter. Dann jetzt nämlich Richtung... Ich glaube, Richtung Villenviertel fahren wir jetzt als nächstes. Oder auch nicht, nee. Wir fahren jetzt hier geradeaus. Weiß gar nicht, sag mal, kannst du mal fahren? Oh, das war aber knapp. Ja, komm, mein Freund, du hast mir doch die Vorfahrt geklaut. Was ist denn hier? Also wir fahren trotzdem mal ganz kurz hier entlang. Weiß nicht, ob das jetzt auf dem Rückweg irgendwie sonst ist oder nicht. Oder doch, oder ja, oder nein. Weiß ich jetzt nicht. Oder ob das noch angepasst werden muss. Das sehen wir dann. Ich mache hier erstmal kurz die Ansicht aus. So, genau. Hier haben wir noch eine weitere Haltestelle. Tannenallee, falls jemand hier auch mal mit dem Bus fahren muss, Schulkinder oder wer auch immer. Ich glaube, wenn man hier wohnt, hat man mindestens ein Auto, wenn nicht sogar 5. Ups. So, dann fahren wir wieder hier runter. Ist auch eine geile Aussicht, ne? Das ist echt cool. Hier dieser Villenberg.
So, dann fahren wir jetzt hier einmal links Richtung Strand. Gut, das haben wir. Achso, jetzt steht hier natürlich wieder rechts rum, aber das war jetzt von eben noch eine Empfehlung. Wir fahren hier ganz normal straight geradeaus, so wie wir das auch ursprünglich hier geplant haben. Und dann kommt hier die nächste Haltestelle. Hier ist halt auch richtig cool, dass man, Moment, muss einmal kurz hier raus, dass man halt hier auch wirklich so eine Bushaltestelle, so eine richtig geile Bushaltestelle hat. Die feiere ich auch ziemlich. Direkt an der Strandpromenade, geht ihr einfach hier runter, also schon am Meer. Das ist halt von der Lage her echt eine geile Haltestelle. Seid ihr sogar schneller, als wenn ihr mit dem Auto dahin fahrt. Kommt natürlich immer drauf an, wie man das machen möchte. So, lassen wir mal bitte hier raus. Und so können wir dann im Prinzip wieder zurückfahren und zum Depot theoretisch zurückkehren oder halt unsere Rundfahrt hier nochmal durchführen. Das ist dann halt auch möglich, nachdem ihr das euch wünscht. Sag mal, ich hätte ich bis nach, weiß ich nicht, irgendwo anders hingeschoben. Ach, jetzt auch noch beschleunigen, damit ich nicht vorbeikomme, ne? Das sind mir die Liebsten. So, upsala. Dann einmal hier rechts rum, Stoppschild. Was ist ein Stoppschild? So, das sollte man jetzt nicht machen. So, dann können wir hier nochmal kurz rechts reinfahren. Geradeaus. Hier ist dann nochmal die Haltestelle. Auch für Taxen. Hier rum. Rechts rum. Und dann haben wir jetzt die Möglichkeit, entweder links oder rechts rum. Wenn wir jetzt Feierabend machen wollen, empfehle ich natürlich rechts rum. Da können wir auch direkt wieder auf den Betriebshof fahren, ne? Zu unserem anderen Bus. So. Einmal hier abbiegen. Ist das Auto noch da? Ne. Können wir den Bus hier auch mal kurz waschen, wenn wir wollen. Raus. Können wir ihn hier sauber machen. Ach, stopp! Und noch die Tür zu. Was, er wird in 4,9 Meter ausgeschaltet. Ist ja gar nicht so lang hier. Das will ich ausprobieren. Tatsächlich, ist aus. Super. Alles klar, gut. Jetzt machen wir das Tor hier einmal nochmal hoch und steigen in diesen Bus hier. In den Betriebsfahrtenbus. So, Blaulicht, Position 1. Wir können natürlich jetzt auch Schulbus einstellen, aber das würde sich jetzt nicht so anbieten. So, und Horn ist dann auf Taste N. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal so einen Feuerwehr- oder Rettungsdienstbus gesehen habt. Und wenn ja, in welcher Stadt? Ich habe vor kurzem tatsächlich auch einen in Hamburg auf Einsatzfahrt gesehen. Der sah auch richtig, richtig schick aus. Gut, meine Freunde, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dahin. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, gerne den Abo-Button drücken. Euer Benny.